Hallo, grüß euch. Mein Name ist Stefan. Ich bin Natura-Manager bei den österreichischen Bundesforsten und möchte euch heute mitnehmen zu einer Führung in den Wald der Zukunft. Dabei möchte ich euch zeigen, wie sich die Folgen des Klimawandels auf unsere Wälder auswirken und wie wir als Bundesforste deshalb jetzt schon am Wald der Zukunft arbeiten. Dabei ist wichtig zu bedenken, dass Wälder nicht nur Betroffene des Klimawandels sind, sondern auch Teil der Lösung. Und jetzt kommt mit mir. Auf dieser Fläche, auf der wir hier stehen, sieht man eindrücklich, mit welchen Herausforderungen wir in der Waldbewirtschaftung zu kämpfen haben. Der Borkenkäfer hat hier die Fichten zum Absterben gebracht und es ist eine relativ kahle Fläche entstanden. Man sieht noch die Stöcke der Fichten herumstehen. Und generell ist es so, dass die Fichte in diesen tiefen Lagen, wir sind hier auf rund 300 Meter Seehöhe, mit Problemen zu kämpfen hat. In höheren Lagen wird sie aber weiterhin ihren Platz finden. Und wenn man genau schaut, dann sieht man auch noch die Spuren dieses Borkenkäferbefalls, wenn man ein Stück Rinde hernimmt und es so ein bisschen gegen das Licht hält. Gleichzeitig sind aber noch Kiefern, Buchen und Tannen im Altholz vorhanden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier wieder ein Wald entsteht. Jetzt schauen wir weiter zur nächsten Fläche. Wir sind hier nun in einem vielfältigen und artenreichen Mischwald, in dem mehrere Baumarten vorkommen. Wenn man sich umblickt, sehen wir da hinten Fichten, wir sehen da Tannen und dazwischen überall Buchen. Und dieser Fichten-Tannen-Buchenwald ist eigentlich eine recht typische Waldgesellschaft für Österreich. Die Bäume sind hier auch unterschiedlich alt. Wir haben hier ganz kleine, junge Bäume, da drüben so mittelalte und manche reichen dann hoch hinauf und sind schon fast erntereif. Das nennen wir gut strukturiert. Und in dieser Zusammensetzung ist dieser Wald eigentlich ganz gut für die zukünftigen klimatischen Verhältnisse gerüstet, solange diese nicht zu extrem ausfallen. Und das haben wir Menschen ja selbst in der Hand. Ganz entscheidend im Wald ist, dass wir langfristig und nachhaltig denken. Und da ist ganz wichtig der Blick auf die nächste Generation, auf die nächste Baumgeneration. Das nennen wir Verjüngung. Und auch diese Verjüngung muss schon artenreich und vielfältig sein. Dieser Wald hier ist bewirtschaftet, das heißt, wir nutzen diesen genialen und nachwachsenden Rohstoff Holz, schauen aber gleichzeitig darauf, dass wir Elemente wie Biotopbäume oder Totholz im Wald haben, weil diese eine Lebensgrundlage für viele seltene Arten darstellen. Das heißt, im Wald der Zukunft wollen wir Ökonomie und Ökologie verbinden. Dieser bewirtschaftete Wald ist die Basis. Aber einzelne Flächen überlassen wir auch sich selbst. Und so eine Fläche möchte ich euch jetzt zeigen. Kommt mit. Ein Baustein, um die Vielfalt im Wald zu fördern, sind sogenannte Biodiversitätsinseln. Das sind Flächen, wo die Natur und der Wald sich selbst überlassen wird. Dabei entstehen spannende Dinge. Beim Aufstieg hierauf, wir sind hier nämlich in einer so einer Biodiversitätsinsel, habe ich 13 verschiedene Baumarten gezählt. Das ist durchaus beachtlich. Wir haben hier Linden, aber auch Ulmen, Rotbuchen, Hainbuchen, Kirschen, Kiefern, Eichen und viele andere mehr. Auch besonders zeichnet sich diese Fläche durch ihren Totholzreichtum aus. Wenn ihr darüber schaut, seht ihr sowohl stehendes als auch liegendes Totholz. Und dieses Totholz ist alles andere als tot, es ist sehr, sehr lebendig. Es ist nämlich die Lebensgrundlage für viele selten gewordene Artengruppen, wie zum Beispiel Spechte, Fledermäuse oder auch totholzbewohnende Käfer. Ihr seht also, Biodiversität wird bei den Bundesforsten ganz groß geschrieben. Und jetzt verzieht es sich ein wenig, deshalb steigen wir ab. Kommt mit.
Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank für euren Besuch im Wald der Zukunft. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Besuch, beim nächsten Spaziergang im Wald vielleicht etwas genauer auf die Details achtet und vielleicht den Wald der Zukunft selbst entdeckt. Bitte immer mit Rücksicht und Vorsicht. Alle Infos zum Wald der Zukunft findet ihr online unter waldderzukunft.at. Tschüss, Baba.